Abenteuer erleben, Freiheit spüren, den Horizont erweitern und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderung spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß. Seit April 2021 erkunden wir die Welt nun auf zwei Rädern. Wohin werden uns unsere Wege führen und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Der uns vorhin ins Zelt geguckt hat, hat uns dann vorhin schon Kirschen gegeben. Und jetzt haben uns die Frauen, die hier aufpflücken, noch mehr Kirschen gegeben. Jetzt haben wir so gefühlt 10 Kilo Sauerkirschen. Ich entkerne die jetzt gerade, damit wir da unseren Hafer mitessen können. Vielleicht zermanschen wir die dann noch und machen Saft oder so. Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall können wir jetzt auch nicht aufheben oder so. Crazy. Ich habe jetzt eine Tonne von den Kirschen entkernt und in dem Beutel ist gefühlt immer noch eine Tonne. Die lasse ich jetzt mal lieber. Und weil es halt, also es sind halt Sauerkirschen, also es ist schon heftig für die Zähne. Deswegen lasse ich die und die restlichen tue ich jetzt total professionell zu Saft verarbeiten. Und versuche uns nicht komplett rosa zu machen. Professionell wie E&T. Wir haben gerade noch zwei Familienmitglieder kennengelernt von der Familie, die gepflückt hat. Die sind jetzt gerade alle abgezischt zum Mittagessen. Machen wahrscheinlich jetzt Mittagspause, das ist ja auch sehr heiß. Dann, wenn wir losfahren, machen andere Mittagspause. Und wir hatten so einen super süßen kleinen Wichtel am Schlüsselbund und wir haben uns halt voll drüber gefreut, weil wir das jetzt hier nicht erwartet hätten, dass jemand so einen kleinen Weihnachtswichtel an seinem Schlüsselbund hat. Könntest du auch einen Ohrring machen? Ja. Und dann wollte ich ihn unbedingt schenken. Hier so ein Septum. Alles versucht. Ich habe gesagt, dass unsere Taschen schon total voll und schwer sind, aber das hat leider nicht gezogen. Und jetzt haben sie uns den geschenkt. Der ist wirklich zuckersüß. Werde ich irgendwo an, weiß ich nicht, an den Lenker hängen oder so. Und das Coolste, was wir danach erst rausgefunden haben, den hat sie selber gemacht. Richtig süß einfach. Jetzt haben wir einen Weihnachtswichtel aus dem Iran. Das haben wir gestern Abend nicht mehr gesehen, aber wir sind hier in so einem richtigen, riesigen Kirschhain, Kirsch- und Walnusshain, wo ganz viele Leute ja, ihre Bäume haben. Das ist krass. Der Kontrast ist auch so krass. Ja. Zwischen hier unten alles grün und da oben alles sonnig. Die bewässern auch hardcore, also heute Nacht lief die Bewässerung in den Gräben von so, wann hat das angefangen, um 10, um 11 bis um 5 oder so, also richtig heftig. Vitaminboost. Ich habe mir ein schönes Erfrischungsgetränk gemischt. Bis hierhin ist, glaube ich, in etwa der von mir ausgepresste Saft und der Rest ist Wasser. Prost. Nice. Lässt sich ein bisschen blöd trinken, weil da noch die ganzen Schalen drin sind. Die habe ich natürlich nicht rausbekommen. Und meine Zähne beschweren sich jetzt schon. Toi, 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 das Rad hält noch. Keine Speiche mehr, Gerrit.
auf dem Ding transportiert, ey. Geil. Mega cool. Wir sind halt so überkürscht gerade. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass es hier auch Kirschen gibt, oder? Weil ich den alle mega auf Sauerkirschen, ne? Eine der Frauen, die wir auch getroffen haben, die hat, die hat sie auch getrocknet und eingefroren als Snack. Also es scheint schon angesagt zu sein. Hier gibt es einen ganz kleinen Laden in dem Kaff. Wir wären fast dran vorbeigefahren, aber hier gibt es unser Lieblingseis aus Mango-Püree. Das ist echt richtig lecker. Noch mal richtig rein hier, die Steigung sieht gar nicht so aus, aber schau dran. Marco meinte gerade, wir sind jetzt fast auf 1900 Metern wieder. Sonne ist untergegangen. Irgendwie verpassen wir immer den Sonnenuntergang, weil wir immer zu der Zeit Wasser auffüllen. Voll nervig. Naja, wir haben gerade schon wieder eine Einladung bekommen zum Übernachten. Haben es aber tatsächlich abgelehnt, weil wir die Abfahrt jetzt echt gerne noch machen würden. Weil wir so viele Kilometer nicht machen konnten in den letzten Tagen. Und weil wir auch sehr müde sind und erfahrungsgemäß bekommen wir bei Einladungen nicht wirklich Schlaf und ja, es ist auch schon recht spät, also jetzt noch für uns eine Extrawurst zu machen, weil wir ja kein Fleisch essen und normalerweise gar keine tierischen Produkte, ist halt auch irgendwie ein bisschen, ja, blöd. Keine Ahnung, ist irgendwie immer so zwiegespalten, weil der war voll süß, wir haben ihn voll gemocht, aber ja, er konnte halt, also wir konnten auch überhaupt keine gemeinsame Sprache und wir haben hier persönlich überhaupt gar kein Netz. Und er hatte auch nur so ein uralt Handy, also wäre irgendwie auch mit der Verständigung schwierig geworden. Und ja, wir wollen den Leuten dann halt auch nicht, also wir wollen ja uns gerne mit ihnen unterhalten und wenn wir dann total müde und abgeschlagen sind, ist halt, ja, für uns ist das immer so ein zwiegespaltenes Ding. Wir wollen gern mehr in die Kultur eintauchen, aber auf dem Fahrrad haben wir einfach zum Teil die Kapazitäten nicht kräftemäßig. Dann abends noch bis spät in die Nacht Konversationen zu betreiben und so und ja, keine Ahnung, es fällt uns immer ein bisschen schwer uns dann zu entscheiden, aber ja. Ja, wenn das nicht mal die versprochene Abfahrt ist. Ja, yeah, wir hatten zwischenzeitlich schon befürchtet, dass es keine richtige Abfahrt wird. Das Programm uns verarscht hat. Aber das sieht doch ganz gut aus. Und es ist auch noch heil genug, um die Landschaft zu bestaunen. Wie man sieht, ich schwitze zwar ein bisschen, aber wenn die Sonne weg ist, ist es hier oben schon aktuell nachts echt kühl. Wir wissen nicht so richtig, woher das kommt. Vielleicht ist es heute auch wieder anders. Es schwankt jeden Tag. Von mega warm zu ziemlich kalt. Ja.
Ja, ist halt die Frage, ob es da, wo wir jetzt hinfahren, noch Bäume gibt und ob wir es hier nicht schön ruhig haben. Was sind das für Bäume? Sieht aus wie Walnuss. Walnuss wäre eigentlich ganz nice. Ich glaube, die spritzen die aktuell jetzt nicht so. Geerntet wird auch nicht. Aber da kommt schon wieder ein Dorf. Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber Marco sind 3 Wasserflaschen vom Fahrrad gefallen. 2 davon sind jetzt leer und haben keinen Deckel mehr. Eine ist noch voll, hat einen kaputten Deckel. Ist gerade Flaschen geschenkt bekommen, aber das Wasser da drin ist nicht gut. Und das eine ist noch da. Jetzt haben wir nicht mehr ausreichend Wasser. Hier ist es nicht mehr so grün. Also da ist es grün. Aber da hinten geht es wieder einen Berg hoch. Nicht gut. Nicht gut. Brauchen wir uns trinken neues Wasser. Aber hier ist es mega Quark. Das ist jetzt ein Riesenscheiß. Marco sucht gerade verzweifelt die Deckel. Aber die Flaschen sind so oder so leer. Guten Morgen. Wir haben dann gestern Abend uns noch ein bisschen den Berg runterholen lassen nach unserer Flaschenmisere. Und haben diesen erstaunlich ruhigen Platz gefunden. Da hinten ist eigentlich direkt ein Dorf. Es geht, also wenn man jetzt hier um die Kurve geht, kommt dann direkt ein Dorf. Aber die Straße war trotzdem nicht wirklich befahren. Wir mussten, als wir angekommen sind, noch einen Hund verscheuchen, weil er uns nicht aufgehört hat anzubellen. Er hat eigentlich voll Angst vor uns, aber er hat trotzdem die ganze Zeit mega nervig gebellt und geknurrt. Naja, den mussten wir dann verjagen. Der ist tatsächlich auch nicht wiedergekommen. Erst vor 15 Minuten ist er mit seinem Kumpel wiedergekommen. Aber da hat er sich auch nicht rangetraut und ist dann wieder abgezogen. Die Nacht war sehr ruhig, wie gesagt. Wir konnten uns etwas erholen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Abfahrt übrig heute. Finde ich eigentlich ganz schön als Einstieg in den Tag, noch ein bisschen runterrollen zu lassen. Und dann werden wir heute an einem kleinen Städtchen, naja, an einem kleinen Dorf vorbeikommen, wo wir aber einkaufen können. Ja, wir hatten dann doch noch ausreichend Wasser, weil ein Auto angehalten hat und uns noch Wasser geschenkt hat. Konnten wir zwar nicht trinken, aber haben wir zum Waschen verwendet. Und es kommen ja auch überall kleine Dörfer, also wird schon wieder eine Möglichkeit geben, aufzufüllen. Unsere Flaschen sind jetzt halt kaputt, beziehungsweise 2 haben halt keinen Deckel mehr und sind unten so eingedellt, dass die halt in kürzester Zeit aufreißen werden. Das heißt, vielleicht werden wir heute einfach mal in Geschäften fragen, ob sie irgendwie, weil die trinken das ja auch selber da, also ob sie vielleicht irgendwelche leeren Flaschen für uns haben. Scheiße hier! Da steht ein Staudamm jetzt. Geht keine Straße weiter. Ich kann höchstens mal da hochfahren. Ja, da unten steht ein Typ, der guckt schon. Vielleicht weiß der, wo es lang geht. Unsere Straße endet hier leider. Beziehungsweise es gibt noch eine, aber die ist mit vielen Höhenmeter verbunden. Thank you. Thank you very much. Thank you. Merci. Ham. Englisch. Okay. German? Ja. Vielleicht ist es einfacher, wir fahren doch zurück, weil das ist Schotterpist. Kannst du es erstmal ausrechnen, bitte? Can go away. Ja. Das. Ja. Oh, ist es. Die Baller. Asphalt. Asphalt. Hier, na. Like this? Geht 2 Kilometer. 2 Kilometer. This. Aha. Was? Asphalt. Okay. How can go away? Okay. Merci. Benim abici. It's okay. دارم. We have. همینجا داشت. Okay. من رفتم. من که دیگه نمیدونم انگلیسی. Guck doch mal, ob wir hier nett sind. Okay. Guck mal, ob wir nett sind und frag ihn. Thank you. So, 2 Kilometer ist jetzt hier wohl Schotterpiste, hat er gemeint. Wir können auch zurückfahren, aber ob das so viel mehr bringt, ist die Frage.
ja, wir wissen jetzt halt nicht, wie steil die Straße da hoch geht. Wird spannend. Also hoffe ich. Da hinten sind wir vorhin runtergekommen. Dann sind wir hier den Umweg gefahren. Und jetzt kommen wir wieder auf unsere ursprüngliche Route. Yeah, das war ein Umweg, aber kein Weltuntergang. Das ist doch gut. Das ist der Müll hier. Ich habe nirgendwo anders irgendwelche anderen Müllcontainer gesehen. Immer nur die. Mir ist schon klar, dass die das verbrennen. Aber auch wenn du das in den anderen Container mit dem anderen Aussehen tust, werden sie es verbrennen. Marco ist schlecht gelaunt, weil wir uns Mühe geben können, wie wir wollen. Und es kommt einfach immer irgendwas dazwischen, sodass wir ausgebremst werden und irgendein Murks passiert und... Heute Morgen hatte da eine Reifen ein Bar weniger Luft und hat das kein Loch gefunden. Aber einer von den vielen Flicken, die da drauf sind, der wird irgendwie durchgescheuert durch diese, durch so eine Nut von dem Schlauch. Naja, da hat er den jetzt mal neu gemacht, aber es hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Und jetzt der Umweg, aber ja. Ich weiß auch nicht, er ist irgendwie schlecht drauf. Jetzt kommt der Filmtrick. Normalerweise verschreckt das Leute immer, aber die sind besonders anhänglich. Wir waren schon seit Ewigkeiten hinter uns her, ohne uns zu überholen. Schon eine Bewegung gemacht, dass sie uns doch bitte überholen sollen, aber wollen sie irgendwie nicht. Haben nur dumm gelacht und komische Geräusche gemacht. Aber jetzt scheint es langsam zu funktionieren. Okay. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir wissen nicht, was es ist. Fondue Day heißt es, glaube ich. Eine regionale Spezialität. Ich glaube, es heißt sowas wie bestes Eis, was es gibt. Okay.
machen, wie es auf dem Orgel dran steht. Falafel. Vielleicht kriegen wir da Falafel. Ja. Das wäre cool. Wo ist der? Nicht nur die Autos erstrahlen hier in den wildesten Farben teilweise, sondern die Kreisverkehre auch. Das ist ein bisschen cool. Da werden jetzt unsere zwei Falafelbrote fertig gemacht, damit wir heute Abend auch nicht mehr kochen müssen. Es ist mehr als praktisch, weil es jetzt so spät schon geworden ist. Und hier hat sich dann schon eine Meute um uns herum versammelt. Salam. Wo sind die Falafel? Es werden immer mehr. Die Falafel sind noch nicht fertig. Ich sollte mich hinsetzen, also. Aber es kann ich irgendwie aus. Es werden tatsächlich immer mehr. Aus Solidarität zu mir. Die hauen immer ab, wenn die Kamera kommt. Stopp, stopp, stopp. Also ich bin bereit, was zu tun. Hinter uns fährt jetzt ein Moped. Die kennen wir von dem Laden, wo wir gerade Falafel gegessen haben. Also nicht persönlich, mit denen haben wir uns tatsächlich nicht unterhalten, aber ich habe das Gefühl, dass die uns jetzt Geleitschutz geben wollen. Weil alle meinten so, es sei so gefährlich, jetzt hier bei Nacht lang zu fahren. Ja, voll lieb gemeint, aber auf Schlafplatzsuche ein bisschen hinderlich. Guten Morgen. Wir haben gestern einen tollen Pausetag hier verbracht. Wir sind ja so glücklich gewesen, dass wir noch in der Nacht diesen tollen Platz hier gefunden haben. Wir haben uns einfach auf unser Bauchgefühl verlassen und siehe da, es kam ein wunderschöner Hügel mit Aprikosenbäumen. Und richtig gut ist auch, dass wir hier Wasser hatten. Das heißt, wir konnten mal eine Ladung Wäsche waschen. Das ist ja am Pausetag für uns auch immer wichtig. Und gestern haben wir uns ein bisschen ausgeruht, ein bisschen Bilder sortiert. Dann stand auch noch der Ölwechsel für die Roloff aus. Da haben wir gestern Abend Lauras Fahrrad gemacht und heute Morgen noch meins. Da sind wir jetzt auch froh. Wir haben jetzt ein bisschen länger gewartet. Wir haben jetzt den Ölwechsel nach gut 6000, ein bisschen mehr als 6000 Kilometer gemacht. Und ja, da sind wir jetzt froh, dass es erledigt ist. Bremsen nochmal nachgestellt, neuer Spiegel wieder richtig montiert, lauter so Zeug, was sich angestaut hat. Und jetzt sind wir gerade am Frühstücken, es ist noch gar nicht mal so spät, ich glaube es ist gerade mal 11 oder so, für unsere Verhältnisse. Ja, das ist glaube ich 12. Ist schon 12, na gut. Es ist 11:45. Na gut, okay. Es ist doch schon spät. Wir haben auch gestern noch einige Aprikosen geschenkt bekommen. Die werden wir jetzt mit fürs Frühstück verarbeiten. Sauerkirschen gab es. Mal wieder unreif. Sauerkirschen gab es hier mal wieder dazu. Und da haben wir Hafer. Es gibt also ein ausgewogenes Frühstück heute. Richtig gut. Und dann können wir gestärkt heute weiterfahren Richtung Nahavand. Das ist ungefähr 34 Kilometer weg. Und ja. Der Sandsturm hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Gestern war es ja recht windig. Wir wissen nicht, es war angekündigt, dass heute nochmal Wind kommt. Kann sein, dass heute die Sicht wieder eingeschränkt ist und das Atmen wieder ein bisschen schwerer fällt. Das ist halt hier bedingt durch die Trockenheit in den Gebieten, dass halt sehr viel Staub und Sand eben verweht wird. Und dann, also sie meinen, dass es immer aus dem Irak kommt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich denke, auch hier wird einiges an Staub aufgewirbelt. Als wir angekommen sind, war es glaube ich schon so um 11 oder so. Auf jeden Fall recht spät. Vorgestern Abend. Und dann haben wir hier halt gesehen, dass hier diese coole Bewässerung weit läuft, die gerade nicht. Aber da lief sie halt und da war hier so ein kleiner, also wie so eine Mini-Wasserfontäne quasi. Und zum Glück haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir da direkt Wäsche waschen. Ich bin dann zwar erst um 2 ins Bett, weil das Ganze dann irgendwie doch noch länger gedauert hat. Und dann habe ich mir auch noch die Haare gewaschen, wie man
bestimmt sieht. Und dann war es erst um 2 und dann haben wir gestern erstmal länger geschlafen in unserem Pausetag. Dann kamen hier auch noch die Besitzer gestern, wie gesagt, an. Die waren aber voll süß und nett und die hatten auch gerade Familienbesuch. Und ja, dann war es eigentlich ein recht entspannter Tag. Wir haben zwar jetzt nur meine Rohloff gestern geschafft, aber ja, dann haben wir Markus vorhin noch gemacht. Und gestern Abend war es dann aber kurz mal komisch, weil es war dann so um 10 oder so, also stockdunkel und alles. Und wir hatten halt vorher die Rohloff gemacht und haben uns da so ein, oder ja, wir haben uns nicht gestritten, aber irgendwas war schief, ich weiß es jetzt schon nicht mehr, was schief gelaufen ist. Auf jeden Fall, irgendwie war die Stimmung angespannt und Marco hat auch mal zwischendrin rumgeschrien und so. Und dann kam hier auf einmal wieder so eine fette Spinne an und dann bin ich voll erschrocken und habe auch rumgequietscht. Und dann, ich habe ja so ein bisschen Spinnenangst und dann hat Marco die halt verscheucht. Und in dem Moment, wo ich da so rumquietsch, kommt auf einmal von da hinten so eine Stimme. Und da steht da halt einfach ein Mann und wir haben den nicht kommen hören und wir wissen auch nicht, wie lange der da schon stand. Also am Ende stand er da vielleicht schon so, weiß ich nicht wie lange, und hat das alles irgendwie so mitverfolgt. Dann kam er an, hat sich hingehockt, hat irgendwie schon versucht mit uns erstmal zu kommunizieren, aber wir haben ihn halt nicht verstanden. Und dann hat er einfach da gehockt und uns angestarrt. Und das ist halt ein bisschen creepy, wenn es schon nachts ist quasi und dann kommt jemand, der dich eventuell schon länger beobachtet hat, sich nicht bemerkbar gemacht hat, erst als ich da rumgequietscht habe. Und dann, der ist auch gar nicht direkt gekommen, der hat dann von da irgendwie gerufen und auf sich aufmerksam gemacht irgendwie. Und dann kam er dann halt und hat uns angestarrt. Und das war echt sehr seltsam. Und wir wollten ja einfach nur unsere Ruhe. Wir wollten dann einfach auch nur schlafen. Und dann kam der da und der wollte auch gar nicht mehr gehen. Und dann habe ich ihn irgendwann mit dem Übersetzer gefragt, was er denn hier überhaupt macht und so. Und der ist irgendwie Imker, keine Ahnung, meinte, hat da hinten irgendwie ein Zelt, wissen wir jetzt nicht, was er da macht, auf jeden Fall. Aber es war auch nicht so, dass er irgendwie sein, ich habe erst gedacht, okay, vielleicht ist irgendwie sein Schwarm weggeflogen oder so, aber das war es auch nicht. Also schlüssig war es nicht, weil er eigentlich nicht von hierher kommt. Nee, hat er aber einen Autoschlüssel in der Hand? Ja, ganz komisch, dann habe ich ihm halt irgendwann gesagt, dass wir uns gefreut haben, ihn kennenzulernen und dass wir jetzt dann schlafen werden und dann ist er gegangen. Er ist in halt die Richtung abgedüst, hat sich noch 5-mal umgedreht. Habe ich gesehen, weil es da hinten halt ein bisschen heller ist und man seinen Umriss gesehen hat. Aber das danach war halt echt so, ich weiß nicht. Man hat sich dann einfach permanent beobachtet gefühlt, weil es ja schon mal geschafft hat, dass wir ihn nicht gesehen haben. Und es wirklich so ein richtiger Spanner einfach war. Und es war sehr unangenehm. Weil hier weniger los ist als in der Innenstadt. Oh wow, wir haben jetzt hier gerade mega viel Essen geschenkt bekommen. Das ist ziemlich krass. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Merci. سلامت باشید. از اینجا هر موقع رد شدید من در خدمتتون هستم. Yes,
gibt's doch nicht, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist so krass. Also, das ist echt heftig, ey. Hat uns Weintrauben, Aprikosen, Salat, eine Melone, Brot, eine Mango. Merci. Und noch eine Melone geschenkt. Das ist echt heftig. Ja, das ist wirklich krass. Also, das ist schon heftig, wie überschwänglich das dann doch ist. Es ist schon fast zu krass. Naja, ich weiß auch noch nicht, ob wir jetzt noch mal zu ihm hinfahren und noch was anderes kaufen oder so. Ja, aber meistens ist es dann halt so, dass sie einen dann das auch nicht kaufen lassen. Und dann hat man im Endeffekt noch mehr von ihm profitiert irgendwie. Das haben wir ja schon mal versucht. Das stimmt. Das haben wir schon öfters versucht. Geil. Also wenn das mal nicht eine reife Mango und eine reife Melone ist, dann läuft es auch nicht. Lass es dir schmecken. Mega geil, mega geil. Also es sind diesmal wirklich reife Früchte. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Und auch die Aprikosen sind 1A. Mhm. Echt geil. Waren wir Eis essen und dann hat er Softeis und noch einen Karottensaft geschenkt. Das ist unglaublich. Voll süß. Die wollen einfach kein Geld annehmen. Das ist krass. Ja. Naja, gut. Also ich habe mehr als 7 Mal gefragt. Also, naja, das war halt schon von Herzen, denke ich. Sehr gut. Und er hat uns auch auf Instagram verlinkt und so und ein bisschen Werbung gemacht. Das ist ja auch in Ordnung. Und genau, jetzt geht's mit uns weiter. Endspurt, so die letzten Kilometer für heute. Obst und Gemüse haben wir jetzt geschenkt bekommen, Eis haben wir bekommen. Also sind rundum glücklich. Und ja, und das Wetter ist super und nicht zu heiß heute sogar. Ein bisschen windig, aber angenehm. Insofern geht's weiter. Was ist mal gegen die Pfosten? Marco hat gerade herausgefunden, dass die Berge da 3400 Meter hoch sind. Das erklärt, warum da noch Schnee liegt. Wir sind halt auch schon auf 1600 Meter. Dementsprechend ist das möglich. Glücklicherweise haben wir hier eine Quelle gefunden bei so einer Zementfabrik, oder die stellen diese Bausteine, Ziegelsteine her für die Häuser mit der Maschine, glaube ich.
Und die haben uns freundlicherweise Wasser spendiert. Voll gut. Du kannst jetzt an die Schlafplatzsuche gehen. Im nächsten Video spüren wir einmal mehr, wie weit östlich wir mittlerweile gekommen sind. Uns wird mitten in der Nacht ein Festmahl ans Zelt gebracht, ein fremder Herr will uns Geld schenken und ich überlege, mein Fahrrad vielleicht doch einfach zu verkaufen. Sei dabei, wenn Marco beim Schach platt gemacht wird und mir ein Hund fast das Bein zerfetzt. Wenn dir unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, einen Kommentar sowie ein Abo, damit du keine Videos mehr verpasst.